gibt es einen neuen Referentenentwurf. Es gibt auch wieder Anhörungen dazu. Und Beata Hubrich, sie ist Rechtsanwältin genau aus der Kanzlei Hubrich und beschäftigt sich unter anderem eben mit Kommunikationsrecht, wird uns jetzt dazu was sagen, stimmt's? Hallo. Hallo, dankeschön. Genau, nur den Browser. Hallo, das ist jetzt ein juristisches Thema. Ich hoffe, dass ihr noch so runterzubrechen. Kann man mich gut verstehen? Toll. Wie schon gesagt, gibt es einen neuen Entwurf, einen Referentenentwurf. Also wir sind ganz am Anfang eines neuen Gesetzgebungsverfahrens auf der Bundesebene, jetzt seit Ende Februar. Und dieser Entwurf, also den hier zum Beispiel bei netzpolitik.org, wenn ihr da mal reinguckt, die wunderschöne Seite aufgeschlagen, wo immer die aktuellen Gesetze abrufbar sind, also wo wirklich Sicherheit steht, dass wir hier mit etwas Aktuellem arbeiten. Und inhaltlich geht es bei dem Referenten um, ich verliere mal das Mikro, aber ist okay, Paragraph 7 und 8 Telemediengesetz. Ich steige da jetzt noch nicht sofort ein und will eigentlich auch nicht so tief einsteigen. Ich will euch nur ein bisschen ein Gefühl dafür geben, was jetzt passiert oder passieren könnte. Zumindest ist der Anfang sehr tief. Schrift von dem Ganzen ist Störerhaftung. Ich wollte mal so ein bisschen vorfühlen, wie viel ich über die Störerhaftung erzählen muss. Ihr könnt ja gelangweilt gucken, wenn ihr das alles schon wisst. Denn juristisch gibt es den sogenannten Täter und den Störer. Täter ist derjenige, der eine Rechtsverletzung begangen hat, dem das auch nachgewiesen wird und der wird dann dementsprechend auch in die Pflicht genommen auf unterschiedlichen Ebenen. Wir befinden uns hier im Zivilrecht. Hier gibt es auch den Störer, wie zum Beispiel auch im Polizeirecht. Das heißt, irgendjemand ist daran beteiligt als Gehilfe oder Anstifter, so in dieser Sphäre, jemanden dabei zu unterstützen, eine Rechtsverletzung zu begehen. Also er selber macht es nicht, sondern er gibt die Möglichkeit, dass jemand anderes eine Rechtsverletzung begehen kann. Das gibt es vor allem im Bereich Eigentum und auch geistiges Eigentum, also auch im Urheberrecht. Und zivilrechtlich haben wir im bürgerlichen Gesetzbuch das geregelt, dass derjenige, der durch ihn wird, auch einen Anspruch darauf hat, dass es beseitigt wird und auch zukünftig unterlassen. Die Idee der Störerhaftung an sich ist ziemlich gut. Also wenn mein Nachbar mit einem Scheinwerfer die ganze Nacht in mein Schlafzimmer rein scheint, dann habe ich einen Anspruch darauf, dass er das unterlässt. Also dass er erstmal das beseitigt. Und dass es auch zukünftig nicht wieder mal von Neuem anfängt, da aus welchen Gründen auch immer in mein Schlafzimmer rein zu blenden. Oder ein AKW ist auch typischer Störfaktor. Also es muss irgendwas gemacht werden, damit die Rechtsverletzung nicht eintritt. Jetzt haben wir aber das Problem, ich habe ja keine Präsentation, ich wollte euch sowieso nur zeigen, worum es geht, das ist jetzt auch nicht wichtig.
Bei den Internetanschlüssen gibt es seit den 90er Jahren das Problem, dass sie als sogenannte Störer in die Haftung genommen werden. Ihnen wird vorgeworfen, dass aufgrund der Überlassung des Internetanschlusses an Dritte sie eine sogenannte Gefahrenzone eröffnet haben und verpflichtet sind, irgendetwas zu tun, damit Dritte nicht diese Urheberrechtsverletzung begehen. Seit mehreren Jahrzehnten haben wir dementsprechend mehrere tausend Inanspruchnahmen von Internetanschlussinhabern im Monat. Das heißt, da hat sich ein Massengeschäft entwickelt, wo auch ziemlich viel Geld hergeschoben wird und die gesellschaftspolitische, soziologische Folge einherging, dass eine nicht überschaubare Gefahr mit dem Teilen von Internetanschlüssen sich entwickelte. Und jetzt, seit Ende Februar, ich glaube, das ist der 23. Februar diesen Jahres, haben wir einen Referentenentwurf vom BMWI, aus dem ersichtlich ist, dass hier dieses gesellschaftliche Problem erkannt wurde auf der Ebene. Und zwar soll das TMG, vielleicht haben wir Glück und noch in dieser Legislaturperiode, mal gucken. Also wir wissen alle aus der Finanzkrise, dass innerhalb von Tagen Gesetze ins Leben gerufen werden können, vielleicht halt hier auch innerhalb von Wochen oder Monaten. Also es ist nicht ausgeschlossen. Inhaltlich gehe ich darauf ein, was geändert werden muss. Also was das BMWI sich vorgenommen hat. Also Referenz bedeutet auch, dass das alles noch nicht im Parlament ist, sondern dass halt noch in der Entwicklungsphase dieser Entwurf ist. Das heißt, politisch wird da noch hin und her gestritten. Aber die gute Nachricht ist, dass die beiden Paragraphen 8 und 7 TMG dahingehend verändert werden sollen, dass sie ergänzt werden. Und zwar. Wir tauschen mal das Mikrofon. Super. Dankeschön. Dann kann ich mich ein bisschen lockerer machen und mich bewegen. Worum es mir geht, also es gibt natürlich Juristen, die sich über Einzelheiten unterhalten und das können wir auch alle gerne machen. Ich versuche aber herauszuarbeiten, was das wirklich Positive und das Hoffnungsvolle an diesem Referentenentwurf ist. Und zwar soll der Paragraph 7 soll ergänzt werden durch einen Absatz 4. Da soll drinne stehen, dass Kostennoten, also Rechnungen, die von Anwälten geschrieben werden, die Rechteinhaber vertreten, nicht mehr vom Diensteanbieter bezahlt werden müssen. Also weder im Bereich von Beseitigung noch Unterlassung noch was auch immer. Und das Gleiche wird auch nochmal in Paragraph 8 Absatz 1 Satz 3 wiederholt. Also auch dort steht drin, dass derjenige, der Diensteanbieter nach TMG ist, und das sind ja diejenigen, die ihr Internet anderen zur Verfügung stellen, nicht mehr verpflichtet sind, irgendwelchen Aufwand von Rechteinhabern zu begleichen, wenn es um Abmahnung etc. geht. Ja? Das heißt, diese ganze Industrie, die ja darauf fußt, dass Leute, die eine Abmahnung bekommen, 800 bis 1500 Euro pro Brief zahlen müssen, würde sofort verschwinden, wenn dieser Referentenentwurf mit den beiden Absätzen und Sätzen in Kraft treten sollte. Das heißt, jeder, der für freies WLAN ist, wie auch immer, also es ist natürlich nicht an eine Technik gebunden, ich kann einfach Passwort wegnehmen, ich kann Freifunksoftware, Hardware, kann
mir was weiß ich auch immer bauen. Hauptsache ich mache das Netz auf, gebe also anderen die Möglichkeit, mein Netz zu benutzen, bin dementsprechend Diensteanbieter nach dem TMG, bin privilegiert, wenn ich nicht selber an diesen Rechtsverletzungen beteiligt bin, also wenn ich das nicht bewusst unterstütze. Die Rechtslage ändert sich nicht. Das heißt, wenn ich sozusagen unbeteiligt bin, dann ist diese ganze Haftungsgefahr vorbei. Und das wäre wirklich großartig, wenn das halt passiert. Wir würden eine neue Ära betreten. Also wir müssten uns dann auch tatsächlich mal inhaltlich damit auseinandersetzen, wie wir mit Rechtsverletzungen umgehen. Wir haben halt alle die Möglichkeit, politisch aktiv zu sein, uns zu äußern und diesen Entwurf zu unterstützen. Es gibt natürlich Wermutstropfen in diesem Entwurf. In Paragraph 7 wird angesprochen, dass es sogenannte, also man kann Portsperrungen dazu sagen, aber da wird allgemein formuliert, dass Inhalte gesperrt werden können. Wir kennen dieses Problem schon länger. Wir wissen auch, dass im Bereich von Peer-to-Peer die Sperrung von Inhalten überhaupt nicht funktioniert. Also es gibt dann halt, also, ja, wenn ich ein bestimmtes Ergebnis dann tatsächlich erzielen will, dann, oder wenn ich auch große Provider dann verpflichten möchte, dann habe ich einen Ausschluss von vielen Nutzern. Also wenn es halt überhaupt funktioniert, ist es ja sehr leicht zu umgehen. Auf jeden Fall, die Idee steht in Paragraph 7 TMG drin. Das heißt auch, dass die Diskussion über Netz, also Portsperren, Inhaltssperren, wie auch immer, wieder aufpumpen, ploppen wird. Das ist auch eine emotionale Diskussion. Können wir uns darauf vorbereiten und dazu Stellung nehmen. Das ist aber deshalb wichtig, es muss irgendwie sowas drin stehen, weil wir es hier mit dem geistigen Eigentum zu tun haben. Und wir haben es auch mit den Persönlichkeitsrechten von Urhebern zu tun. Also nicht nur auf der Seite der Nutzer des Internets stehen Grundrechte, sondern auch auf der Seite der Urheber. Und diese kollidieren. Und Grundrechte, wenn die kollidieren, verschwinden nicht, weil eins stärker ist als das andere. Ja, Quatsch, das haben wir ja gelernt. Es gibt ja keine Supergrundrechte, sondern es muss ein Kompromiss stattfinden. Das heißt, wir müssen uns der Herausforderung stellen, was machen wir eigentlich mit Rechtsverletzungen? In welchen Bereichen akzeptieren wir die und in welchen Bereichen nicht? Wie gehen wir mit strafbaren Inhalten um? Wir müssen da Lösungen finden, weil wir jetzt geistiges Eigentum auf der Verfassungsebene geschützt haben. Und es hat auch der EuGH im McFadden-Urteil vom letzten Herbst so gesehen und so genannt, dass hier irgendwie der nationale Gesetzgeber, aber auch der europäische Gesetzgeber an das Problem heran muss und eine Lösung gefunden werden muss. Die ist noch nicht da, aber wir müssen dem Problem mal ins Auge fassen und die Verpflichtung, dass irgendwelche Internetanschlussinhaber ihr Netz schützen müssen mit Passwort oder sogar Daten erheben von Nutzern, ist halt oder wäre dann, wenn dieser Referentenentwurf Gesetzeskraft bekommen sollte, wäre halt alles nicht zulässig, sondern wir müssen andere Lösungen finden. Das ist halt auch eine Aufgabe, der wir uns stellen sollten. Ich habe noch einen Punkt, der mir am Herzen liegt, der durch diese Abmahnindustrie entstanden ist, also durch diese jahrzehntelange Geschichte. Also wir haben ja dann auch den 101 Urhebergesetz bekommen, die Drittauskunft gegen Provider. Ich möchte das mal ins Leben rufen, diese Problematik, dass seit mehreren Jahren, ich glaube seit 5, 6, 7 Jahren, mehrere tausend Mal im Monat gegen das Fernmeldegeheimnis verstoßen wird. Weil tausende von IP-Adressen werden in Massenbeschlussverfahren bei den Landgerichten beantragt, denjenigen herauszugeben, der als
ja, als Anschlussinhaber mit Name und Adresse dahinter steht. Und zwar haben wir das seit Jahren, ein Massenverfahren. Die Gerichte, die winken das, durchprüfen das kaum noch. Es ist aber schleichend. Es ist dann halt so eine Gewohnheit, wie man mit dem Fernmeldegeheimnis umgeht. Und das ist auch wichtig, dass da Stopp gemacht wird. Dass halt in diese Kommunikation nicht mehr auf diese Art und Weise und nicht mehr in dieser Masse da eingegriffen wird. Eigentlich brauchen wir jetzt, weil ja schon Verständnis politisch da ist, was wir halt durch den Referentenentwurf sehen, politische Kraft, um das halt weiter zu unterstützen. Natürlich wird die Abmahnindustrie gegen diesen Referentenentwurf Lobby, also als Lobby, als unterschiedliche Lobbyisten auftreten, und wir müssen dagegen treten. Ich denke, wir waren in den letzten Jahren laut genug. Schließlich haben wir diesen Entwurf erreicht. Und es ist so mein oder unser Wunsch, dass wir das so unterstützen. Ich würde jetzt mal so in die Diskussion gehen, falls jemand Fragen hat, Anregungen hat. Mal als Information, ein paar Freunde und Bekannte und ich arbeiten an einem sogenannten Schutzschirm für diejenigen, die ein offenes WLAN betreiben. Wir haben ja spätestens seit Herbst letzten Jahres eine offene Rechtsunsicherheit. Also das McFadden-Urteil wurde in Deutschland sehr seltsam aufgefasst und auch vor Gerichten sehr unterschiedlich. Das ist hochgradig politisch. Und wir wollen bundesweit diejenigen unterstützen, die ihr Netz wie auch immer anderen zur Verfügung stellen. Wo auch immer, es ist nicht an irgendwelche Vorgaben gebunden. Die sollen sich an uns wenden, dass wir sie juristisch, technisch, politisch, sozial unterstützen dabei, ihre Netze weiter aufzumachen oder halt neue Leute, die ihre Netze aufmachen. Und wir brauchen mehr Personen, die uns dabei unterstützen und würden willkommen sagen. Ja. Dann Dankeschön. Cool. Danke. Gibt es denn Fragen an Beata gleich? Denk dran, gleich da drüben. Dankeschön. Ja, eine Frage zu diesen Urheberrechtsverletzungen oder vielleicht eher eine Feststellung. Das Ding ist ja, dass so Urheberrechtsverletzungen eigentlich hauptsächlich dadurch passieren, dass halt eben Uploads stattfinden, also dass Leute so ein Zeug zur Verfügung stellen. Und da zweifle ich doch sehr an, dass diese Urheberrechtsverletzungen halt eben über so offene WLAN-Zugänge stattfinden. Also selten setzen sich Leute in ein Treppenhaus oder in ein Café und fangen dann an, irgendwie einen Film hochzuladen. Ich würde auch vermuten, dass halt tendenziell sehr wenige Leute sowas runterladen, wenn sie in einem Café sitzen. Also von daher sehe ich gar nicht so sehr die Gefahr der Urheberrechtsverletzung. Wie siehst du das, oder beziehungsweise wie können wir dem entgegentreten? So? Achso. Sehe ich auch so. Nur sieht die Abmahnindustrie das nicht so. Also dadurch, dass wir Fälle auch vor Gericht haben, wir sind in die Vorwärtsverteidigung gegangen und haben negative Feststellungsklagen eingereicht. Deshalb sind wir an Gutachten gekommen, mit welchen Programmen die Abmahnindustrie arbeitet, also mit welchen Dienstleistern. Und nett gesagt ist es hemdsärmlich. Also die Beweiskraft ist sehr gering. Zum Beispiel fehlt ein Zeitstempel. Ja? Also da wird halt, werden halt mehrere Datensätze aus dem Zeitraum genommen und dann boom, boom, boom. Das heißt, so richtig nachvollziehen kann man das halt nicht. Es gibt auch keine beweissichtige Speicherung und so. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen. Also nicht nur juristisch, auch technisch. Und da ist so ein Glaube dahinter. Die Richter, die müssen ja nur überzeugt sein, also in Anführungszeichen. Überzeugt davon, dass halt eine Rechtsverletzung begangen wurde. Und teilweise wird da gar nicht reingeguckt, was in den Gutachten steht oder in den Gegengutachten, weil es halt technisch, obwohl nicht besonders anstrengend oder herausfordernd, Richter machen das aber nicht immer.
Deshalb kann man das halt alles nicht so wirklich genau nachprüfen. Also auch die Protokollierung, die bei den Providern stattfindet, ist ja auch nicht dafür da, dass beweissicher vor Gericht nachgewiesen wird, dass das halt passiert. Das sind halt alles so eine Vermutungen. Ich gehe auch mit dir, dass wenn ich halt irgendwie unterwegs bin, oder die meisten Leute, die halt irgendwie unterwegs sind, dass sie dann halt nicht Rechtsverletzungen begehen, sondern dass sie halt kommunizieren. Das ist ja überhaupt die Idee, warum das Internet eine Gefahrenzone sein soll. Ist ja Quatsch. Also natürlich, also auch auf der offenen Straße oder in Supermärkten oder in Kinos oder weiß der Geier, wo man halt unterwegs ist, wenn ja überall Straftaten begangen und Rechtsverletzungen. Aber das ist ja nicht dann automatisch eine Gefahrenzone, sondern die Rechtsverletzungen, die im Internet begangen werden, im Vergleich dazu, wie viel Aktivität da ist ja noch nicht mal im Promillebereich. Also es ist ja eigentlich verschwindend gering. Es steckt aber eine riesengroße Industrie dahinter und das ist halt die Unterhaltungsindustrie. Und die hat über mehrere Jahrzehnte auch mittels des Nichtwissens, also des technischen Unverstands von Richtern, das geschafft, eine Rechtsprechung zu etablieren, wo teilweise überhaupt nicht verstanden wird, was da halt passiert. Und ich muss auch sagen, dass in den letzten Jahren, ich stehe da auch vor einem politischen Gefühl von Richtern, wo ich halt nicht reinkomme. So, das ist halt ein politisches Problem, das habe ich auch lange nicht verstanden. Ich habe halt die Rechtsprechung gesehen und gesehen, wie viel Unsinn da drin steht. Also es gibt Urteile, da steht drin, dass der Anschlussinhaber seine Mitbewohner kontrollieren muss. Nicht nur irgendwie informieren, sondern auch kontrollieren. Das geht natürlich nicht. Also auch innerhalb von der Familie funktionieren die Kontrollen nicht. Wir haben halt dann natürlich andere Persönlichkeitsrechtsverletzungen, wir haben Probleme mit Datenschutz etc. Also es wird der Sachverhalt nicht immer verstanden. Okay. Also ihr merkt euch, man kann halt über dieses Thema, glaube ich, wochenlang reden. Da gibt es so viele Punkte, die sich entwickelt haben, die auf mehreren Ebenen, wo man mal diskutieren muss, wie überhaupt sich das auch so entwickeln konnte. Also wenn ihr mich anpiekt, dann platze ich immer mit irgendwelchen Informationen. Möchte noch jemand pieken? Nee, gibt es noch eine Frage dazu? Da hinten, jawohl. Ich würde mal ganz kurz den Advocatus Diaboli spielen und sagen, wenn jetzt die Störerhaftung abgeschafft wird und ich bin ein Rechteinhaber irgendwie und jetzt wird eben aus einem WLAN finden eben jetzt Uploads statt und ich kann jetzt nicht mehr sagen, hier, dieses WLAN war es, das kann ich abmahnen, sondern ich sage hier, okay, aus diesem WLAN kam das und ich kann aber nicht rausfinden, wer es war. Dann kann doch eigentlich jeder, der ein WLAN hat, sein WLAN aufmachen. Okay. Also danke für die Vorlage. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das McFadden-Urteil vom EuGH hat es angesprochen, im TMG steht es drin. Also wir haben hier Rechte auf der anderen Seite und nicht einfach nur vom EuGH, kannst ja mal, das kam im September letzten Jahres raus, Mitte September. Das war ein Vorabverfahren, also eine aus München gab es, also Gericht München, ich glaube es war Landgericht München, hat dem EuGH konkrete Fragen gestellt zu einer Dienstleistungsrichtlinie. Das halt, müsste ich jetzt eine Stunde reden, glaube ich, um das klar zu machen. Aber es geht darum, dass jemand sein WLAN aufgemacht hat, abgemahnt wurde und dass sich da Rechtsfragen entwickelt haben und diese dem EuGH gestellt wurden. Und in dem vierten Punkt, in dem Beschluss zu dem Urteil, denkt der EuGH an, dass es zwar nicht möglich ist, in diesen Fragen da nach dieser Richtlinie die Verpflichtung zu geben, dass jemand sein Netz zumachen muss aufgrund von Urheberrechtsverletzungen, aber der EuGH sieht es als möglich an, eine Passwortverpflichtung zu entwickeln.
aber nicht mehr. Mehr sagt er halt nicht. Er sagt nicht, dass es diese Pflicht gibt, sondern er denkt es halt einfach nur an und er muss es auch andenken. Wie ich jetzt wieder zu dir komme, weil wir auf der anderen Seite das Recht des geistigen Eigentums haben und die Persönlichkeitsrechte des Urhebers, die haben wir. Und die müssen auch geschützt werden. Das ist halt einfach so in einem Rechtsstaat und das müssen wir auch akzeptieren. Und der Gesetzgeber, jetzt also dieser Referentenentwurf, sagt, ja, es gibt die Möglichkeit des Sperrens der Inhalte. Und das Wunderbare daran ist, die Kosten für ein solches Ansinnen hat der Betreiber des Internetanschlusses nicht mehr zu tragen. Und jetzt würde es wahnsinnig interessant werden, wie viele Rechteinhaber tatsächlich immer noch ein Interesse daran haben, diese Rechtsverletzung zu verfolgen, obwohl sie daraus keinen Gewinn mehr schöpfen. Das heißt, kein Schadensersatz und kein Aufwendungsersatz, sondern sie würden es nur machen, so wie sie es ja die ganze Zeit sagen, seit Jahrzehnten, sie würden es nur machen, um die Rechteinhaber vor Rechtsverletzungen zu schützen. Das will ich sehen, ja. Also da fliegen sie dann halt auch dementsprechend auf, sie machen halt kein Geld mehr damit, sie keine 800, keine 1000, keine 1500, Kostennoten dürfen sie nicht mehr stellen, sondern sie würden nur noch dafür arbeiten, dass die Rechtsverletzung unterbunden wird. Und das wäre wahnsinnig interessant. Okay, eine Frage machen wir mal noch. Hier ist auch noch was. Ja, hi. Eine Frage, gibt es nicht so ein Bedürfnis, dass die Richter sich auch aus der technischen Seite so auch informieren, das heißt, dass man auch so eine Art Spezialgebiet, es gibt auch Mietrecht, Strafrecht, was weiß ich alles, dann dass man sagt, okay, das braucht man so eine spezialisierte Richter, um dann da wirklich eine qualifizierte Richterspruch erstellen zu können, zu wissen, was sie überhaupt machen. Ins Licht. Die Frage kann ich mit Ja beantworten, deshalb haben wir ja Fachgerichte. Wir haben in Berlin auch ein Fachgericht für Überrechte in der ersten Instanz, das ist Amtsgericht Charlottenburg. Das ist aber alles noch jung. Und die Richter müssen sich von sich aus fortbilden. Es gibt ja für Anwälte die Pflicht, sich fortzubilden, auch richtig harte BGH-Rechtsprechung mit der Verpflichtung, ihr müsst alles wissen und wenn ihr das nicht alles wisst, dann kommt in die Schadenshaftpflicht. Bei Richtern ist es nicht so. Also sie sind erstens freigestellt von irgendwelchen, die können urteilen, was sie wollen, sie sind ja unabhängig, sie sind frei. Und sie sind auch nicht verpflichtet, also wenn sie falsche Urteile machen, gibt es keinen Anspruch auf Schadensersatz. Sie sind dann einfach falsch. Also es gibt es halt in unserem Recht, es ist verschwindend gering für alle diejenigen, die gegen unser Rechtsstaat sind, aber diese Regeln sind, die gibt es. Ja, jeder macht Fehler, aber es gibt eben auch keine Pflicht, dass Richter sich fortbilden. Das heißt, die Richter müssen von sich aus ein Interesse entwickeln. Das machen Richter. Ich bin auch seit Jahren im Datenschutz unterwegs. Das ist immer irgendwie technisch und die Verfahren, die wir haben, wenn ich junge Richter habe, dann ist blöd, das zu sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da ein Gespräch über technische Inhalte stattfindet. Man kann da jetzt auch mal drüber nachdenken, ob es nicht an der Zeit ist, Richter auch zu verpflichten, zumindest neue Sachen zu lernen. Sich auch soziologisch irgendwie weiterzuentwickeln, technisch weiterzuentwickeln, wie auch immer. Aber die Pflicht im Moment gibt es nicht und ist auf freiwilliger Basis. Danke. Ich habe gerade gesehen, es gibt jetzt noch eine Anmerkung zum Vortrag. Also ich würde noch mal kurz vielleicht auf deine Frage eingehen. Vielleicht kann man das mit einem normalen Provider am besten vergleichen. Also die Telekom wird jetzt auch nicht dafür abgemahnt, wenn über ihre Leitung halt sozusagen Urheberrechtsverletzungen stattfindet. Und so ähnlich muss man, glaube ich, auch jemanden betrachten, der sein WLAN freigibt. Weil jemanden dafür zu verurteilen, dass er altruistisches Verhalten an den Tag legt, ist halt irgendwie eine sehr merkwürdige Angelegenheit. Und ich glaube, wie man ein bisschen aus diesem Spin rauskommt, dass halt eben über offene WLANs Rechteverletzungen begangen werden, weil dafür gibt es halt überhaupt keine Zahlen oder ähnliches, wäre halt, indem man erstmal ein Gesetz schafft, was halt eben sagt, grundsätzlich können halt eben WLANs freigegeben werden, ohne dass man da halt irgendein Problem mitbekommt. Und dann schauen wir in 2 Jahren mal,
wie viele Rechteverletzungen denn tatsächlich über diese offenen WLAN stattfinden. Und wenn man dann feststellen würde, dass halt also über diese offenen WLAN eben diese Rechteverletzungen stattfinden, in so einem Ausmaß, also insbesondere eben über Uploads, dann können wir ja gerne nochmal neu darüber reden. Das kann ich mir aber, wie gesagt, kaum vorstellen, dass die Leute halt eben im Café sitzen und dann halt eben irgendwelche Filme hochladen oder ähnliches. Ich muss dazu nochmal ganz kurz was sagen, weil die Idee verstehe ich. Aber ich will so einen Internetanschluss nicht. Also ich will überhaupt nicht Kommunikation, wo Daten erhoben werden, wie viel Uploads oder Downloads oder Dokumente ich öffne etc. Also das ist ja so ein Mitloggen. Ich muss es halt akzeptieren, auf einer bestimmten Ebene, dass Rechtsverletzungen begangen werden. Also einen Supermarkt gibt es ja immer noch, trotz den ganzen Rechtsverletzungen, die da halt begangen werden. Wir müssen uns aber überlegen, auf welchen Stufen wir halt reagieren. Und also wir müssen natürlich reagieren, sehr klar. Also es gibt strafbare Inhalte, es gibt Beispiele, die ich jetzt hier nicht alle nennen muss, aber da muss eingeschritten werden, muss einfach. Aber ich möchte nicht, dass per se jeder, der einen Internetanschluss hat, auch in, wie auch immer da eine Datenerhebung erfolgt, also eine Datenerhebung ausgesetzt wird. Ja, aber also die Daten, die musst du ja irgendwie sammeln, weißt du? Also das Ding ist doch, man muss da jetzt nicht einen einzelnen Anschluss überwachen, sondern man kann halt schauen, wie viele Rechteverletzungen gibt es jetzt, wie viele Rechteverletzungen gibt es in 2 Jahren. Ja eben, und das ist halt einfach nur Behauptung und das ist ja der Punkt, also dass halt diese Urheberrechtslobby da halt da steht und einfach nur mit Behauptungen argumentiert. Und das ist ja das Kernproblem eben, wo wir halt sagen, dass also in allen anderen Ländern, also selbst in den USA gibt es sowas wie eine WLAN-Störerhaftung nicht und das ist halt also das Paradies für Copyright-Vögel so. Und also da muss man sich halt schon fragen, warum das dort funktioniert und hier nicht. Und ich würde mal behaupten, es liegt halt daran, dass halt eben diese Rechteverletzung nicht über ein offenes WLAN stattfindet, sondern es ist organisierte Kriminalität, also sowas wie KinoXTO, das sind doch keine Leute, die halt im Café sitzen und halt mal einen Film hochladen, sondern es ist einfach organisierte Kriminalität und es zeigt eben auch, dass da ein Ermittlungsdruck halt dazu führt, dass man halt zumindest teilweise an die Leute rankommt und das ist doch eigentlich das Problem. Also wir müssen an die Uploader ran und nicht die Leute, die durch altruistisches Verhalten einfach mal ihr WLAN freigeben und da ein bisschen Traffic zur Verfügung stellen. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass sie dann halt irgendwie fetteste Leitungen zur Verfügung stellen, wo dann halt 100 Leute also grenzenlos surfen können. Das ist ja alles völlig unrealistisch, diese ganze Argumentation, die von den Leuten kommt. Okay. Das klingt wie ein cooler Diskussionsansatz, auch für hinterher. Ansonsten freue ich mich voll, dass du da warst. Dankeschön.